Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie bei der ersten TV-Konfrontation im ORF. Heute sitzen FPÖ und Grüne einander gegenüber. Den Spitzenkandidaten, die eingeladen sind, haben wir eingeräumt, für einen Termin jemanden anderen zu schicken. Die Freiheitlichen haben davon Gebrauch gemacht. Ich begrüße daher Norbert Hofer, den Listenzweiten auf der FPÖ-Bundesliste bei uns im Studio und die Spitzenkandidatin der Grünen, Ulrike Lunacek. Ihnen beiden einen schönen guten Abend. Bei allen Konfrontationen sind interessierte Schülerinnen und Schüler zu Gast im Studio. Heute aus dem Musikgymnasium Wien, der AHS Contiweg und dem Schulschiff in Wien. Ich heiße auch Sie alle herzlich willkommen, gemeinsam mit Ihren Lehrerinnen und Lehrern. Kurz zu den Regeln. Die Sitzordnung ist zuvor gelost worden, wer also links und wer rechts sitzt. Und die Redezeit wird mitgestoppt. Die genaue Zeit, wer wie lang gesprochen hat, ist vorne am Tisch eingeblendet. Ich werde versuchen, darauf zu achten, dass sie so ausgewogen wie möglich verteilt ist, die Redezeit. Aber mehr als um einen exakten Zeitgleichstand geht es natürlich darum, dass Sie miteinander in Diskussion kommen. Und Blau und Grün sind ja im letzten Jahr sehr viel miteinander in Diskussion gekommen. Nicht zuletzt hier in diesen Studios am Königlberg. Der Grund war, dass die Koalitionsparteien so gut wie abgemeldet waren, weil Rot und Schwarz sind gemeinsam im ersten Wahlgang der Bundespräsidentschaftswahl zusammen nur auf knapp mehr als 20% gekommen. Und die Frage ist jetzt, was ist in der Zwischenzeit passiert? Warum haben Sie beide nicht von dieser Ablehnung von Rot und Schwarz profitieren können, Frau Lunacek? Ich denke, man muss schon sagen, zum einen, dass war die Wahl für die Bundespräsidentschaft. Und ich bin sehr froh, dass Herr Van der Bellen diese Wahl gewonnen hat. Das ist für Österreich und für Österreich in Europa und in der Welt wirklich ein sehr tolles Signal gewesen, hier einen weltoffenen, proeuropäischen Bundespräsidenten zu haben, der jetzt auch für alle Österreicher da ist und nicht mehr nur für die Grünen, so wie das früher der Fall war. Und ich denke, wir hatten hier durchaus harte Zeiten, schwierige Zeiten. Ich bin dann angetreten im Mai, um tatsächlich jetzt wieder einen Aufschwung zu bringen und zu schauen, wie wir bei dieser Wahl jetzt in knapp vier Wochen tatsächlich wieder so stark werden, dass wir bei der nächsten Regierungsbildung mitspielen können, weil es ja um eine Richtungsentscheidung für Österreich geht, für Österreich in Europa. Und deswegen habe ich diesen Schritt gesetzt und wir arbeiten jetzt dran. Ist also mehr an Ihrer Partei gelegen, sagen Sie, als an der mangelnden Ablehnung jetzt von Rot und Schwarz? An der Gesamtkonstellation, was da alles, auch an denen. Aber es geht ja jetzt um die Nationalratswahl. Ja. Da werden die Würfel einfach neu verteilt. Das ist anders als bei einer Wahl, wo dann zwei Kandidaten einander gegenüberstehen. Im ersten Wahlkampf waren es ja noch sechs und da ist ja das Ergebnis so ausgefallen. Sie hatten damals 35%, sind seit der Nationalratswahl, nämlich die FPÖ seit der Nationalratswahl 13, immer in den Umfragen weit auf Platz 1 gelegen. Auch jetzt haben Sie ein ähnliches Schicksal wie die Grünen, nur auf anderem Niveau klarerweise, weil die Umfragen noch etwas anderes zeigen. Aber von dieser ablehnenden Haltung gegen Rot-Schwarz, wie wir sie im April 16 gesehen haben, profitiert auch Ihre Partei nicht. Dem muss ich natürlich widersprechen. Wir sagen, ein ähnliches Schicksal wie die Grünen. Bei den Grünen war das Problem, dass die Partei danach einen Streit zu verkraften hatte, wie es in den Parteien halt auch manchmal gibt. Das ist ja bei uns nicht der Fall. Also bei uns gibt es eine sehr, sehr große Geschlossenheit, eine sehr große Beständigkeit. Also die wesentlichen Exponenten der FPÖ sind seit vielen Jahren in Funktion, sind sehr erfahren und wissen auch, wie man Politik macht. Und ich bin ja auch, das ist auch ein gewisser Unterschied, nicht als überparteilicher Kandidat angetreten, sondern als deklariert freiheitlicher Kandidat. Und ich erwarte mir davon schon, dass vielleicht viele, die mich auf diesem Weg im letzten Jahr unterstützt haben, vielleicht auch in diesem Jahr mir und meiner Partei und auch dem Spitzenkandidaten Heinz-Christian Strache die Stimme geben. Ein Grund, warum der Bundespräsidentschaftswahlkampf so lange gedauert hat, war ja, dass es Probleme mit der Briefwahl gegeben hat. Mhm. Stichwort Auszählung der Stimmen, Aufhebung der Wahl und dann die Probleme mit dem Kleber auf den Kuverts für die Briefwahl. Den Sinn einer solchen Briefwahl beurteilen Sie ja ganz anders. In der Zwischenzeit hat es zwar eine kleine Wahlrechtsreform gegeben, aber die Briefwahl gibt es immer noch in der Form. Das wollen Sie ja nicht. Warum wollen Sie die in der bestehenden Form abschaffen? Aus meiner Sicht ist die Briefwahl ein Instrument vor allem für Auslandsösterreicher und Österreicherinnen. Das heißt Menschen, die nicht im Land sein können, entweder fix im Ausland leben oder sich im Ausland aufhalten. Und ansonsten gibt es ja die Wahlkarten. Also wenn ich mich in Österreich aufhalte, dann kann ich ja meine Wahlkarte in jedem Wahllokal in Österreich abgeben.
Und das gibt auch mehr Sicherheit, dass die Stimme wirklich dort ankommt, wo sie ankommen soll. Denn eine Stimme, die sich auf dem Postweg befindet, das ist immer mit einem gewissen Risiko behaftet. Das finde ich schon sehr seltsam, wenn die FPÖ hier, sogar wenn es um das Wahlrecht geht, sozusagen ein Grundrecht der Bevölkerung in einer Demokratie, bei uns ja schon für 16-Jährige, was ich sehr gut finde, hier das sozusagen jetzt einschränken will, etwas, was möglich geworden ist in einer Zeit, wo sehr große Mobilität herrscht, wo Leute ja auch manchmal auf Urlaub sind zu einer Zeit, vor allem wenn es vielleicht neu ausgerufene Wahlen gibt, hier jetzt zu sagen, das soll es die Briefwahl nicht mehr geben, das halte ich tatsächlich für sehr undemokratisch. Darf ich noch einen Punkt hinzufügen, weil Sie zuerst gemeint hätten, die FPÖ hätte sozusagen null Schwierigkeiten. Also ich muss schon sagen, es gibt jetzt auch eine Abspaltung Ihrer Partei, die Liste Schnell, der Herr Schnell, die Frau Rosenkranz, das war ihre Bundespräsidentschaftskandidatin vor gar nicht langer Zeit, machen jetzt eine eigene Liste. Also ganz so, wenn wir von Schwierigkeiten reden, war es bei der FPÖ ja wohl auch nicht. Wenn wir von Abspaltungen reden, gibt sie bei beiden. Also zum Wahlrecht noch einmal. Also ganz klar ist, dass wer sich im Ausland befindet, auch von einer Briefwahl Gebrauch machen kann. Ihr Zugang ist ein anderer. Ihr Zugang ist ein anderer. Sie sagen nämlich, jeder, der in Österreich lebt, soll wählen dürfen. Und ich glaube, das ist ein ganz großer Unterschied, weil wir glauben, dass das Wahlrecht Staatsbürgerrecht sein soll. Also es soll nicht so sein, dass jeder, der nach Österreich kommt, auch an Wahlen teilnehmen soll. Weil sonst, Sie haben es ja selbst erlebt, auch in der eigenen Partei, wo in einem Bundesland, ich glaube, es war in Tirol, Menschen zu ihrer Sitzung dazugekommen sind und dann offenbar ein Wahlergebnis verfälscht haben. Also ich glaube, Sie verwechseln hier ein paar Dinge. Wenn es darum geht, ich meine, Wahlrecht für Menschen, die in Österreich leben, gibt es ja schon. Bei Gemeinderatswahlen und bei der Europawahl dürfen auch Menschen aus anderen EU-Staaten, die hier leben, wählen. Also Sie das sagen ist ja in Ihrem was, Programm, aber Sie wollen das, um jetzt, das klar Sie zu wollen machen, das jetzt abschaffen, oder Sie wie? Sagen das in Ihrem Programm, ja so. Wollen Sie das jetzt abschaffen? Sie sagen in Ihrem Programm, dass jeder, der in Österreich lebt, auch wählen dürfen soll. Wollen Sie das jetzt abschaffen, dass die EU-Bürger und Bürgerinnen bei Gemeinderatswahlen und bei Europawahlen in Österreich wählen natürlich dürfen? Natürlich nicht, aber aha, Sie sagen, das wurde dazu geklungen. Darf ich mich kurz, ich kurz aussprechen? Nein, ich wollte nur eine Antwort haben. Ich habe nämlich vorgenommen, heute besonders nett zu Ihnen zu sein, aber Sie müssen mich schon aussprechen lassen. Ja. Also in Ihrem Programm haben Sie festgelegt, dass jeder, der in Österreich ist, wählen soll. Das heißt, jeder Asylwerber, jede Asylwerberin, jeder Ausländer, das steht in Ihrem Programm, soll an Wahlen teilnehmen können. So lange wollte ich jetzt gar nicht über das Wahlrecht reden, aber vielleicht können Sie das jetzt noch klären. Menschen, die eine gewisse Zeit in Österreich auch schon leben, die sollen auch das Recht haben, mitwählen zu können. Bei Gemeinderatswahlen zum Beispiel. Zuerst einmal bei Gemeinderatswahlen. Das wäre mal der erste Schritt. Nein, Herr Hofer, das stimmt nicht. Lassen wir es so. Bei Gemeinderatswahlen, ja, das wäre sinnvoll, wenn die auch schon lange hier leben, hier auch wählen können, mitentscheiden. Das ist die Ende des Grundsatzprogramms. Kommen wir von der konkreten Ausübung des Wahlrechts allgemein ein bisschen zur Mitbestimmung und zu Mitbestimmungsmöglichkeiten in der Bevölkerung oder der Bevölkerung, zur direkten Demokratie. Das verbindet Sie ja in gewisser Weise, mehr direkte Demokratie einführen zu wollen. Und da wollen Sie, Herr Hofer, respektive die FPÖ, dass nicht mehr nur der Nationalrat alleiniger Gesetzgeber ist, sondern dass es, Sie nennen das im Wahlprogramm Veto-Volksbegehren, es die Möglichkeit gibt, dass die Bevölkerung mehrheitlich nachher, nach dem Beschluss eines Gesetzes, im Nationalrat, dieses auch wieder aufheben kann. Das wäre ja ein ganz neues System, nämlich dass nicht mehr nur der Nationalrat für die Gesetzgebung zuständig ist, sondern das Volk in seiner Gesamtheit anders entscheiden kann als die gewählten Volksvertreter. Richtig. Ich glaube, dass das für die Weiterentwicklung unserer Demokratie ein ganz, ganz wichtiger Schritt wäre, weil letztendlich die direkt demokratische Einbindung der Bevölkerung in auch Sachinhalte die Qualität der Politik in Österreich wesentlich verbessern würde. Schon zum Beispiel bei CETA wäre ich sehr dafür gewesen, ich hätte es auch gemacht als Bundespräsident, ich hätte es nicht unterzeichnet ohne direkt demokratische Entscheidung. Weil es etwas ist, was jeden Menschen in Österreich betrifft und wir müssen auch in Zukunft schauen, dass bei schwerwiegenden Entscheidungen die Menschen eingebunden werden, dass sie aber auch selbst das Recht haben und die Möglichkeit haben, zu sagen, ich will zu diesem Thema selbst eine Volksabstimmung in die Wege. Das ist ja der Punkt, ob der Nationalrat beschließt, am Ende eines Gesetzes und darüber soll jetzt noch abgestimmt werden, dann tut es ja
der Nationalrat respektive die Mehrheit im Nationalrat oder die Regierungsmehrheit eben, oder ob das Volk von sich aus, sprich durch Oppositionsparteien angeleitet, einen Gesetzesbeschluss, vielleicht ein Bundesbudget, weil da irgendwelche Steuererhöhungen drinnen sind, wieder aufheben kann. Man sollte Menschen nicht falsch einschätzen. Wir haben in der Schweiz auch gesehen, da ist abgestimmt worden über Steuersenkungen. Und die Schweizer haben gesagt, nein, die Steuerhöhe in der Schweiz ist in Ordnung. Man soll nicht glauben, dass die Menschen dümmer sind als die Mandatare. Es kommt auch oft das Argument, das habe ich oft gehört, naja, dann lassen sich die Menschen vom Boulevard beeinflussen, also von Zeitungen mit einer großen Auflage. Ja, glauben Sie nicht, dass sich auch Mandatare von mächtigen Medien beeinflussen lassen, weil sie wiedergewählt werden wollen und weil sie eine gute Berichterstattung haben wollen? Also für uns ist direkte Demokratie wirklich entscheidend. Und wir haben auch gesagt, wir gehen in keine Regierung, wenn es diese direkt demokratischen Entscheidungen nicht gibt. Und weil Sie jetzt schon, Frau Lunacek, Sie haben zum Beispiel in der eigenen Partei die Entscheidung in Wien über ein Hochhausprojekt nicht zur Kenntnis genommen. Also da werden direkt demokratische Entscheidungen nicht beachtet. Und auch Kern. Aber Sie fragen auch auf mehr direkte Demokratie. In welcher Form? In verschiedenen Formen. Und zwar zum Beispiel, weil Sie CETA angesprochen hatten. Mhm. Wir wären da durchaus dafür, und das wird morgen ja Teil auch der Debatte im Nationalrat sein, wären wir durchaus dafür, dass es eine Volksbefragung über CETA gibt. Weil Sie wollen ein Volksbegehren drüber. Beziehungsweise eine Volksabstimmung. Sie wollen eine Volksabstimmung drüber. Mhm. Und Sie wissen schon, dass das heißen würde, dass wir, ich werde dann auch dem Nationalrat angehören nach der Wahl, dass wir dann im Nationalrat zuerst die Zustimmung geben müssten, bevor es die Abstimmung geben kann. Und ich hielte es für viel sinnvoller, hier eine Volksbefragung zu machen. Aber lassen Sie mich doch noch eingehen auf das, was Herr Hofer jetzt sagt, nämlich, dass er meint, dass überall, wenn das Volk entscheidet, wenn es eine Mehrheitsentscheidung gibt, dass dann die Politik dem auch folgen soll. Ich habe zwei Beispiele aus der FPÖ-Geschichte, jüngeren und älteren Geschichte, wo das nicht geschehen ist. Sie erinnern sich, dass die Volksabstimmung über den EU-Beitritt 1994, da hat das Volk mit 2/3 Mehrheit entschieden, dass wir beitreten sollen. Die FPÖ hat damals im Parlament nachher dann dagegen gestimmt um diesen Beitritt. Das finde ich schon sehr interessant. Und das zweite Beispiel ist ein aktuelles. Die S7 in Ihrem Heimatbundesland im Süden des Burgenlands soll gebaut werden. Da gab es 2005 in 7 der Orte in der Gegend eine Volksbefragung, die in 6 von den 7 zum Teil mit über 90% Mehrheit entschieden hat, dass das Volk das nicht will. Dass die Bevölkerung das nicht will. Jetzt sind sie im Burgenland an der Regierung und treten dafür ein, dass die S7 gebaut wird. Also ich halte Ihre Haltung hier durchaus für zwiespältig, um das einmal gelinde zu sagen. Das heißt, Sie sind auch nicht jemand, wenn Sie dann an der Macht sind, der die Dinge dann einhält. Also ich finde, hier reden wir ganz konkret darüber im Parlament, gehört, was wir wollen. Wie Sie mehr direkte Demokratie verwirklicht sehen. Wir kennen hier jetzt sozusagen die Möglichkeit, ein beschlossenes Gesetz wieder aufheben zu lassen. Mhm. Sehr weitreichende Mitwirkungsmöglichkeit der Wählerinnen und Wähler. Inwiefern soll die ausgebaut werden oder einfach... Soll es einfach nur ein Mehr an Anwendung der bisher bestehenden Möglichkeiten von Befragung, Abstimmung, Volksbegehren das sein? Das sollte es geben. Aber was ich auch wichtig finde, wenn es zum Beispiel um das Budget geht, es gibt vor allem in Gemeinden gibt es die Möglichkeit partizipativer Demokratie, wo in den Budgetwertungsprozess die Bevölkerung eingebunden wird. Das sind sinnvolle Modelle, wo es einfach die Einbindung der lokalen, regionalen Bevölkerung gibt. Da gibt es auch schon Beispiele, das haben wir Grüne auch in manchen Bereichen schon vorgelebt und das halte ich für sinnvoll. Bevor wir zu einem nächsten Thema kommen. Darf ich darauf eingehen? Ich muss darauf eingehen. Also das Volksrechtegesetz alleine, das ist mir zu wenig. Also dass man nur auf Gemeindeebene über den Kanaldeckel abstimmen darf, das möchte ich nicht. Ich möchte wirklich, dass wir nach dem Vorbild der Schweiz, Einbeziehung wenn Sie mich jetzt nur kurz aussprechen lassen, Frau Kollegin, erklären, wäre ich Ihnen sehr dankbar. Dass ich es richtig verstehen. Ich verstehe es, Frau Kollegin, Sie müssen sich keine Sorgen machen. Also zuerst einmal zum Thema Direktdemokratie. Also ich möchte nicht, dass nur auf Gemeindeebene abgestimmt werden kann, sondern auch auf Bundesebene über wichtige Fragen. Zweitens, Sie haben den Beitritt zur Europäischen Union erwähnt. Das entscheiden natürlich die Bürger. Das ist eine Verfassungsänderung. Aber es ist schon auch das Recht von Personen und Mandataren, auch frei entscheiden zu können. Also Darf ich bitte ausreden? Frau Lunacek, bitte, seien Sie so nett. Ja. Seien Sie doch so lieb. Und das Zweite in Wien. Ich sage noch einmal, das Hochhausprojekt Heumarkt, wo das Weltkulturerbe in Wien gefährdet wird, wo abgestimmt wurde,
da treten sie die Entscheidung der Menschen wirklich mit Füßen. Und sie gefährden hier in Wien wirklich viel mit diesem Projekt. Wir haben über die Europäische Union gesprochen. Den Beitritt zur Europäischen Union gesprochen. Ja, sie haben darüber sie gesprochen. Gesagt haben, wo Sie gesagt haben, Sie wollen Volksentscheide akzeptieren. Dann spannen wir den Faden weiter, Frau Lunacek. Und dann hat Ihre Partei dagegen gestimmt. Also da verstehe ich jetzt nicht, wie Sie das wollen. Sie wollen ein Modell der zentralistischen Europäischen Union. Genau. Kommen wir zur Europäischen Union. Das freut mich, dass Sie das jetzt treffen führen. Das trifft sich gut. Ich möchte zwischendurch nur ganz kurz auf die Zeit schauen. 4:50 in etwa steht es für beide. Also Sie legen 1:1, was die Redezeitverteilung betrifft. Ich möchte zu Europa kommen und die Rede von Jean-Claude Juncker, dem Kommissionspräsidenten, ins Treffen führen, der letzte Woche eine solche zur Lage der Union gehalten hat. Da ist es um verschiedene Dinge gegangen, im Wesentlichen auch um die Absage der weiteren Türkei-Verhandlungen. Aber, da werden Sie nicht weit auseinander sein, aber auch um die Ausweitung der Eurozone und der Schengen-Zone in Europa. Ich möchte auf diese beiden Dinge jetzt aber eingehen. Frau Lunacek, ist das eine Perspektive für die Weiterentwicklung der Europäischen Union, wo Schengen ja nicht wirklich gut funktioniert im Moment und trotzdem ist das die Linie, die der Kommissionspräsident vorgibt? Also ich war ja selber dabei bei seiner Rede. Und was mich sehr gefreut hat, dass es geschafft hat, sehr positive Energie da auch zu versprühen und wirklich Vorschläge zu machen, wie wir die Union stärken können, gerade in Zeiten, wo jetzt der Brexit leider stattfinden wird. Und insofern sind die Vorschläge, den Schengen-Raum vor allem auch innen wirklich funktionieren zu lassen, das halte ich für sehr sinnvoll. Das Problem ist, dass es zwar offiziell heißt, dass Rumänien und Bulgarien hier die Kriterien schon erfüllen. Ich hätte schon gern, dass das noch einmal überprüft wird. Weil wir wissen, dass gerade jetzt zum Beispiel die Regierung in Rumänien versucht, hier ähnlich wie in Polen, den Verfassungsgerichtshof und die Judikatur da auszuhebeln. Also das geht nicht. Also aber an und für sich gute Laune, aber inhaltlich nicht ganz d'accord. Nein, aber das Ziel, das sein soll, ja. Und Schengen ist ja wirklich das, wo wir dafür gekämpft haben, dass die Grenzen innerhalb der Europäischen Union fallen. Dass der eiserne Vorhang fällt damals, dass wir frei reisen können. Das ist eine der großen Errungenschaften und das möchte ich schon stärken. Aber wie gesagt, die Kriterien müssen die Länder erfüllen und das muss einfach gewährleistet sein. Die Frage sein. Ist, ob man das im Moment stärken kann, wo es nicht funktioniert. Naja, man muss schon wissen, wo man hin will. Ja? Und da in diese Richtung will ich, aber die Kriterien müssen erfüllt sein, anders geht es nicht. Ist das für Sie eine Entwicklung, eine Reform der EU, die die FPÖ immer wieder einfordert, die in Ihre Richtung geht? Oder stellen Sie mit solchen Ideen die Mitgliedschaft in Frage? Nein, aber es ist so, wie Juncker sich das vorstellt, da wird es nicht funktionieren. Auch Sie vertreten ja auch diesen Weg. Mein Juncker ist oft guter Laune, vor allem am späteren Nachmittag. Und das alleine ist zu wenig. Also wenn er sagt, man soll jetzt Schengen ausbauen, es funktioniert ja jetzt noch nicht. Also es wurde ja versprochen, die Schengen-Grenze wird geschützt, dann brauchen wir die Grenzen innerhalb der Europäischen Union nicht mehr. Das ist aber nicht der Fall. Wir haben im Jahr 2015 gesehen, dass Hunderttausende, Millionen Menschen die Grenze überquert haben. Die Balkanroute ist noch immer nicht geschlossen. Schengen funktioniert nicht. Der zweite Punkt, zu sagen, wir wollen eine zentralistische Europäische Union. Das ist ja auch in Ihrem Programm, wo Sie gesagt haben, die Nationalstaaten sollen abgeschafft werden. Also Sie kandidieren fürs Parlament in Österreich, wollen aber den Nationalstaat Österreich abschaffen und wollen, dass wir in eine zweite Kammer in der EU integriert werden. Das heißt, sowas wie ja, ein Bundesland, Österreich, wo halt dann die Kommission zentral entscheidet. Juncker sagt auch, er will eine gemeinsame Sozialgesetzgebung, einen europäischen Finanzminister. Das heißt bitte, dass wir über unsere Steuergesetzgebung nicht mehr entscheiden können. Dass wir nicht mehr entscheiden können, wer wird in welchem Ausmaß unterstützt. Also da gibt sich Österreich tatsächlich auf. Ich verstehe, es gibt hier zwei Philosophien. Die Grünen sagen, wir wollen dieses zentrale Europa, weil sie glauben, das funktioniert besser. Wir sagen nein, wir wollen ein subsidiäres Europa, weil Europa besteht ja aus den Mitgliedstaaten. Und wir wollen unsere Souveränität nicht an Brüssel abgeben und schon gar nicht in Richtung eines Herrn Juncker, dem ich wirklich nicht vertraue. Vereinigte Staaten von Europa ein Ziel?
Also Ziel, ich würde es eher eine Republik Europa nennen, wo tatsächlich es auch ein Mehr an Demokratie gibt. Sie wissen ja, das Europaparlament hat leider immer noch nicht volles Legislativrecht. Wir können zwar Gesetze vorschlagen, aber sie nicht selber machen. Also das wäre sehr wohl sinnvoll. Aber lassen Sie mich doch auf die Ideen des Herrn Hofer hier eingehen. Ich denke, was Sie wollen, Herr Hofer, und das ist ja das, was Sie letztes Jahr im Rahmen der Bundespräsidentschaftswahl gleich nach dem Brexit auch selbst gesagt haben. Sie haben damals gesagt, Sie wollen den Exit. Sie wollen, dass Österreich aus der Europäischen Union austritt. Sie haben es dann nachher wieder abgeschwächt und die Haltung, die die FPÖ jetzt vertritt, ist sehr unterschiedlich, je nachdem, mit wem Sie sich treffen. Marine Le Pen in Frankreich, die will den Austritt auch. Auch einige andere ihrer Kollegen. Und was ich jetzt in Ihrem Programm gefunden habe, das beweist das nämlich auch. Sie schreiben nämlich dort, dass Sie die Europäische Menschenrechtskonvention evaluieren wollen und durch eine österreichische ersetzen. Ja. Aber wissen Sie schon, dass die Europäische Menschenrechtskonvention die Grundlage der Menschenrechte und der Grundrechte ist in und auch für Österreich. Und schreibt die Todesstrafe fest. Und schreibt die Todesstrafe Moment. Herr Hofer, Sie wollen aus der Europäischen Menschenrechtskonvention raus, die das Verbot von Folter drinnen hat, das Recht auf freie Meinungsäußerungen. Und das die Todesstrafe ist Ihr Ziel. Und darf ich Ihnen aber noch etwas sagen? Wenn Sie jetzt doch drauf mir ein. Vorwerfen, Sie aber reden und reden und gehen nicht darauf ein. Nein, Sie wissen ganz genau, dass das so nicht stimmt. Doch. Ich würde Ihnen gerne noch etwas vorlesen und Sie fragen, wie Sie denn das damit halten, wenn Sie mir jetzt sozusagen vorwerfen, ich will hier die Souveränität Österreichs abgeben. Das sagen Sie ja. Die Souveränität, wir gewinnen an Souveränität, wenn es um den Kampf gegen Klimawandel geht Österreich und vieles aufgeben. Andere. Nein, wir geben es nicht auf. Sagen aber Sie ich doch. Darf Sie schon daran erinnern, dass Sie einer Burschenschaft angehören, der Marco Germania, die in einer Festschrift gesagt hat, dass die Burschenschaft die geschichtswidrige, und ich zitiere jetzt, die geschichtswidrige Fiktion einer österreichischen Nation ablehnt, die seit 1945 in den Gehirnen der Österreicher eingepflanzt worden ist. Herr Hofer, das ist Ihre Burschenschaft. Sie, die verlangt, dass Österreich quasi abgeschafft wird, dass das eine geschichtswidrige Fiktion ist. Herr Hunacek, Herr Hofer, was Sie tun, das ist wirklich unredlich. Und ich finde das so schade. Ich hätte heute so gerne mit Ihnen aber inhaltlich Sie diskutiert. Das ist ja auch aber ein Sie haben Ihr altes Prinzip. Ich möchte Ihnen diese Inhalte wieder. Darf ich muss schon darauf eingehen. Diese Negierung der österreichischen Nation. Auf diese Nationsdefinition der Burschenschaft natürlich ein. Es ist im Wahlkampf 100-mal diskutiert worden. Ich bitte darum. Sie wissen ganz genau, oder Sie sind schlecht informiert, dass diese Festschrift erschienen ist, ich glaube, 25 Jahre, bevor ich als Ehrenmitglied dieser Schülerverbindung beigetreten bin. 1994 ist noch nicht so lang her. 1994 naja, aber es ist doch über 20 Jahre. Also ja. 97. Aber das gilt immer noch, oder? Gilt überhaupt nicht. Das ist doch kein Teil der Grundsätze der Burschenschaft oder der Schülerverbindung. Also das habe ich im Wahlkampf, glaube ich, 100-mal gesagt und Sie sollten es eigentlich wissen. Ich habe immer gesagt, Österreich ist eine Nation. Aber Sie sagen, ich lese noch einmal vor. Die Nationalstaaten in ihrer heutigen Form müssen abgeschafft werden, beziehungsweise die nationalen Regierungen in eine zweite Kammer der EU integriert werden, wo sie halt mitentscheiden können. Ja. Das ist die Abschaffung Österreichs. Das ist die Abschaffung Österreichs. Herr Hofer, ich meine, wir können jetzt gern über Institutionenreformen im Rahmen der Europäischen Union diskutieren. Oder warum sind Sie dafür, dass wir weiter in der Türkei verhandeln? Erklären Sie doch einmal, warum Sie dafür sind. Ich kann mir vielleicht einen Punkt nach den anderen. Gerne. Über die Institutionenreform reden. Ich glaube, Vorstellungen, das wird uns jetzt ein bisschen zu speziell, wenn der Rat als zweite Kammer geführt wird. Das ist für diese Diskussion etwas speziell, aber bitte einen Gedanken dazu. Es geht darum, mehr Demokratie zu erreichen. Darum geht es. Und das ist der Punkt, den ich sehr wohl verteidige und den Sie nicht wollen, weil Sie wollen aus der Union austreten. Nein, das will ich nicht. Türkei? Naja, ist so. Was ist mit der Türkei? Mit der Türkei? Ich weiß, dass Sie diese Beziehungen auf jeden Fall abbrechen wollen. Ja. Erdogan ist ein Autokrat. Mit ihm sind sicher ist kein Beitritt möglich. Aber es gibt in der Türkei ganz viele Menschen, die im Gefängnis sitzen, die Journalisten und viele andere, die wollen, dass der Kontakt bleibt, kein Beitritt mit dieser Türkei. Das Abstimmungsverhalten auf EU-Ebene ist anders. Sie haben dafür gestimmt, dass die Gespräche weitergeführt werden. Nein, wir haben dafür gestimmt, dass die, dass die Gespräche eingefroren sind. Und das ist nicht wahr. Ich weiß, wofür ich abgestimmt habe. Ich möchte zu einem Punkt Ich muss nur erklären. Sie haben abgestimmt für Einfrieren, das heißt aber nur zeitlich aussetzen. Das heißt nachher weiterführen. Und genau das wollen wir eben nicht. Ja, ich weiß, dass Sie das nicht wollen. Ich will mit der Bevölkerung, der Zivilgesellschaft, gesagt, die verfolgt dieser wird, Türkei. Wir den Kontakt das so aufrechterhalten. Und dazu brauchen wir das. Das glaube ich nicht. Ja, ich schon.
Ich möchte auf eines kommen, was Sie jetzt gerade angesprochen haben, nämlich die Evaluierung der Menschenrechtskonvention. Sie haben das ins Treffen geführt. Mhm. Die FPÖ will das in Zusammenhang mit einem Neudenken der Europäischen Menschenrechtskonvention, die in Österreich auch gilt, die Teil des Verfassungsrechts ist. Und da drin ist als wesentliches Element natürlich das Asylrecht geregelt. Stammt aus den 50er Jahren und die FPÖ meint, da hat es eine andere Mobilität der Menschen auf der ganzen Welt gegeben. Das ist nicht mehr zeitgemäß. Was genau soll an der Menschenrechtskonvention geändert werden, dass sie den Freiheitlichen passt? Sie sagen richtig, sie stammt aus den 50er Jahren, eine völlig andere Zeit mit anderen Herausforderungen. Es ist auch Herr Lunacek hat das wahrheitswidrig behauptet, die Todesstrafe dort mitverankert. Das heißt, nach der Menschenrechtskonvention dürften Staaten auch in der Europäischen Union die Todesstrafe umsetzen. Auch das muss man ändern, ist nicht mehr zeitgemäß. Kein Mensch denkt darüber nach, außer aber die Türkei. Aber es gibt es ja nicht, de facto. Ja, ja, aber es steht so in der Menschenrechtskonvention ganz klar drinnen. Und in der EU gibt es auch und nicht. Ist es auch verboten? Ja, ja, aber es steht aber in der Menschenrechtskonvention und deswegen gehört sie geändert. Das müssen Sie doch verstehen, ja, aber sie dass das rausgehört. Sie aber das ändert ja de facto jetzt nichts. Ja, der zweite Punkt ist der, dass wir natürlich auch so etwas wie ein Recht der Menschen auf die eigene Heimat festschreiben müssen. Also man kann nicht unbegrenzt Menschen aufnehmen. Es gibt zig Millionen von Menschen auf der Welt, die am Tag weniger als einen Euro haben und die gerne aus wirtschaftlichen Gründen in ein Land gehen, wo es die Mindestsicherung gibt. Und das können wir nicht, das schaffen wir nicht. Und da müssen wir schon auch die eigene Bevölkerung auch schützen. Auch das ist unsere Aufgabe. Aber was heißt das konkret? Das Asylrecht soll wie ausgestaltet sein in der Menschenrechtskonvention? Es soll nach wie vor ein höchstpersönliches Recht bleiben. Es soll der subsidiäre Schutz eingeschränkt werden, weil ich sehe nicht ein, dass jemand, der kein Recht auf Asyl hat, dann trotzdem hier in Österreich bleibt. Und es muss festgeschrieben werden, dass wir nicht unbegrenzt aufnehmen können. Jetzt kann das Österreich nicht ändern, die Menschenrechtskonvention, jedenfalls de facto nicht sehr leicht. Es gibt nur die Möglichkeit, ihr nicht mehr anzugehören, das sozusagen aus unserem Rechtsbestand zu entfernen. Und die FPÖ hat da im Wahlprogramm auch eine Idee dafür entwickelt, die heißt, eine österreichische Menschenrechtskonvention einzuführen. Wie kann man sich das vorstellen, wenn das Menschenrechte sind, die nur in Österreich gelten? Nein, das heißt, dass die Vorstellung, die wir haben, dass wir das mit Partnern auch auf europäischer Ebene abklären und besprechen wollen. Es gibt auch andere Länder in der Europäischen Union, die ähnlich denken. Ich habe es dafür falsch gehalten, dass man gegen Viktor Orban so vorgeht, wie das damals Faymann gemacht hat. Viktor Orban hat die Schengen-Außengrenze gesichert und wir hätten in Österreich noch wesentlich mehr Probleme gehabt, hätte Orban nicht reagiert. Ich muss daran erinnern, dass jene Menschen, die 2015 gekommen sind, laut einer Studie des Fiskalrates, Kosten auch von 20 Milliarden Euro verursachen. Das muss ja auch irgendwer bezahlen. Aber darf ich vielleicht hier hinzufügen, es ist schon interessant, dass Sie das jetzt so verteidigen, dass man vielleicht eine österreichische Konvention macht und aus der europäischen austritt. Sie wissen schon, und für mich ist das so quasi eine Hintertür, die FPÖ jetzt im Wahlprogramm hat, eine Hintertür für den Austritt aus der Europäischen Union. Ihre Partner, das sind Ihre Freunde in der Europäischen Union, das ist die AfD mit einem Herrn Gauland, der durchaus den Nationalsozialismus, die Wehrmacht und die Verbrechen der Wehrmacht hier hochhält. Eine Frau Weidel, die andere. Naja, aber das sind Dinge, das sind Ihre Freunde, die Sie getroffen haben. Herr Hofer, wir reden jetzt davon, wie die Europäische Union zu gestalten ist. Das sind sicher nicht. Nein, das sind nicht meine Freunde. Nein, es sind Sie marschieren mit diesen Leuten. Sie werden mir nicht sagen, ich marschiere nicht mit diesen Leuten. Ja, aber Ihre grüne Jugendorganisation marschiert mit diesen Leuten. Sicher nicht. Wir reden gerade über die Menschenrechte und die Ausgestaltung derselben. Ich wollte ja eigentlich dort bleiben, nämlich, dass es auch darum geht, dass das für Sie eine Hintertür ist, den Weg Ihren Leuten, die aus der Europäischen Union austreten wollen, das klar zu machen. Ich interpretiere das so, ich stelle fest, dass Sie das so nicht sehen. Dort steht das so drinnen, nämlich der Austritt aus der Europäischen Menschenrechtskonvention. Das müsste auch heißen, den Austritt aus der Europäischen Union. Das ist ganz klar. Ohne die Europäische Menschenrechtskonvention gibt es die Zugehörigkeit zur EU nicht. Aber lassen Sie mich zur Frage der Migration des Asylrechts sagen. Ja, ich weiß, dass die Freiheitlichen am liebsten so quasi alle Grenzen zumachen würden, Österreich alleine mit einem großen Zaun umgeben. Und ich finde schon erstaunlich, dass Sie hier den Herrn Orban so loben. Nämlich, wissen Sie auch warum? Herr Orban ist einer, der mit russischem Geld das Atomkraftwerk in Paksch neuern will und neue Reaktoren bauen will. Und es war damals, ich erinnere mich noch sehr gut, ich war und damals im Nationalrat. Macron, der viele Kernkraftwerke hat. Als, das ist doch lächerlich. Als
bevor Tschechien beigetreten ist 2004, haben Sie gegen Temelin... Aber das ist wirklich lächerlich. Aber der Punkt ist, dass die FPÖ den Herrn Orban hochlobt, einer, der mit russischem Geld ein gefährliches Atomkraftwerk aussteigt. Sie wollen nicht das Euratom aussteigen. Na bitte. Das heißt dann auch, Herr Hofer, Sie machen es jetzt schon sehr... Sie fangen jetzt von einem Thema zum nächsten an. Ich wollte nur sagen, dass ich mich darüber wundere, dass Sie den Herrn Orban der mit russischem Geld, ja, ich habe selten so viel Unsinn gehört. Ja, ich weiß, dass Sie manchmal die Dinge etwas fern der Wahrheit dann interpretieren. Es ist Tatsache, dass Herr Orban mit russischem Geld, Geld von Herrn Putin, über die russische Finanzierung ungarischer Atomkraftwerke sprechen wollen, gerne, es ist Ihre Redezeit, ich würde gerne zurückkommen zum Thema Asyl. Bitte. Also, ich habe gelobt sein Vorgehen beim Schutz der Schengen-Außengrenze. Wenn Sie jetzt sagen, das bedeutet für mich automatisch, ich wäre für Kernkraftwerke, dann ist es wirklich abenteuerlich. Ja, da höre ich dass von es Ihnen so nichts. Ist, würde ich sagen, Sie sind ein Fan von Macron oder von Merkel oder was auch immer. Mhm. Und die haben ja auch Kernkraftwerke. Also das ist wirklich, das ist eine Verschwörungstheorie. Also wie Sie sich das zusammengesponnen haben. Wir haben jetzt von den Menschenrechten, also wie gesagt, zu den Atomkraftwerken in Europa eine Brücke geschlagen auf abenteuerliche Art und Weise. Ja, kann man vielleicht so sagen. jedenfalls haben Sie die geschlagen. Ich war gerade bei den Menschenrechten und darüber wollten wir reden. Asyl war ein Thema, das Sie grundsätzlich als ein Institut betrachten, als einen Rechtsstatus, der auf Zeit vergeben wird. Hängt damit zusammen, dass Sie plötzlich kein großes Interesse mehr daran haben, Integrationsmaßnahmen für Menschen bereitzustellen, weil Asyl eben etwas ist, was in kürzerer oder längerer Zeit auch wieder vorbei sein soll? Aus meiner Überzeugung sind wir an der Grenze unserer Leistungsfähigkeit angelangt. Wir haben jetzt in Österreich knapp 2 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund. Es gibt Ehrenmorde. Das ist fürchterlich, dass so etwas in Österreich überhaupt möglich ist. Es gibt Vergewaltigungen. Wir haben in unseren Gefängnissen, jeder zweite Häftling ist Ausländer. Ein Viertel der Häftlinge sind Muslime. Wir haben in Wien bei den Volksschulen mittlerweile sind die Muslime die stärkste Gruppe und die Katholiken nur die zweitstärkste Gruppe. Also irgendwann einmal, muss man sagen, ist das Land auch überfordert. Und das muss man auch sehen. Und ich sage noch einmal, irgendjemand muss das auch alles bezahlen. Wir haben bei den Ausländern eine extrem hohe Arbeitslosigkeit. Wir haben große Sprachschwierigkeiten. Österreich hat unglaublich viel geleistet. Aber irgendwann auch einmal ist eine Grenze erreicht. Aber die Frage war jetzt weniger Integrationsmaßnahmen, vielleicht auch um Geld zu sparen, weil Sie das gerade ins Treffen führen, weil Asyl ohne dies mehr als Institution auf Zeit betrachtet werden soll. Natürlich, für mich ist Asyl Schutz auf Zeit. Was, Asyl heißt nicht Einwanderung. Was de facto aber in den meisten Fällen nicht der Fall ist, weil Menschen sehr lange da sind, respektive dann sogar eingebürgert werden. Daher brauchen wir rasche Entscheidungen, rasche Verfahren. Und dann gibt es die Entscheidung, hat diese Person Recht auf Asyl, ja oder nein? In den meisten Fällen ist das nicht der Fall. Und wenn das nicht der Fall ist, dann muss diese Person wieder ins Heimatland reisen. Das ist vollkommen klar. Weil der Herr Hofer jetzt gerade aktuelle Fälle angesprochen hat, wo man auf vormoderne Familienbilder auch stoßt. Ist es so, dass die Grünen, oder es wird den Grünen ja vielfach vorgeworfen, aus einer zwar gut gemeinten Toleranz Migranten Dinge durchgehen zu lassen, Stichwort Gleichberechtigung, Chancengleichheit, Frauenrechte etc., die Sie sonst ganz scharf kritisieren würden? Also diesen Vorwurf muss ich ganz massiv zurückweisen. Und da ist für mich und für uns Grüne ganz klar, dass jegliche Gewalt gegen Frauen, gegen Kinder, gegen Männer, jegliche Gewalt einfach massiv kritisiert wird von uns und dass die Gewalttäter vor Gericht gestellt werden müssen, egal welche. Wenn Sie Vergewaltigungen ansprechen, aus diesem schrecklichen Ehrenmord, der es angeblich war, das ist wirklich etwas, das ist ganz klar. Die Frage ist, wie gegen patriarchale Strukturen vorzugehen, die natürlich doch in größerem Ausmaß jetzt bekannt werden, als wir vor Jahren vielleicht darüber diskutiert haben. Ja, aber das heißt, man braucht erstens, da stimme ich Ihnen ja zu, schnellere Asylverfahren, dass auch geklärt wird, wer bleiben kann und wer nicht. Wir hielten es aber auch für sinnvoll und wenn ich richtig informiert bin, war da die FPÖ im Nationalrat auch nicht dafür, zum Beispiel als es um die Ausbildungsgarantie ging für Österreicher und Österreicherinnen bis 18 Jahre, dass jeder und jede die Möglichkeit hat, eine Ausbildung zu haben. Wir hätten es für sinnvoll gefunden, dass hier auch Asylwerberinnen und Asylwerber da auch diese Möglichkeit haben, nämlich etwas zu lernen hier
um dann auch, wenn sie zurückgehen müssen in das Land, aus dem sie herkommen, wenn dort nicht Folter und Todesstrafe auf sie wartet, dass sie dann das auch mitnehmen können. Also das sind Dinge, wo, finde ich, Integration wichtig ist, wo die Möglichkeit, vor allem wenn sie dann Asyl bekommen haben, auch zum Beispiel arbeiten zu können, wichtig ist. Auch eine Ausbildung zu bekommen. Nur so, Bildung ist wirklich das sozusagen das Wichtige. Deutschkurse, na klar sind die wichtig. Und die müssten von Kindheitsschuhen an, in jeder Schule, in jedem Kindergarten muss es das auch vermittelt werden. Und ich kenne sehr viele Fälle auch von jungen Männern, die in dieser Integration auch sehr viel gelernt haben und auch bereit waren, hier die Meinungen zu ändern. Die das nicht tun, ja, da muss die Justiz eingeschalten werden. Aber darf ich noch etwas anderes hinzufügen, weil ich jetzt schon weiß, dass die... Ja, Herr Hofer, aber es geht schon darum, um diese Richtungsentscheidung auch in Österreich, was nach der Wahl kommt. Und ich finde es schon immer sehr erstaunlich, wie heftig Sie auch gegen Islamismus reden. Und ich tue das auch. Wir Grüne finden den politischen Islam und Islamismus tatsächlich gefährlich. Aber Sie wissen schon, Ihr bisheriger Außenpolitik-Sprecher Hübner und damals die Frau Rosenkranz, die haben im Juni 2015 das Parlament besucht mit Muslimbrüdern aus Ägypten auf Einladung der FPÖ und sogar dem Herrn hier, der von Gamal Islamir ist, jener Terrorbewegung, die das Attentat 1997 in Luxor verursacht hatte, wo 62 Menschen starben. Auf ihre Einladung hin waren diese Herren im österreichischen Parlament. Und es ist noch dazu auf die Muslimbruderschaft, um das vielleicht klar zu sagen, von Herrn Mursi, die kam 2012 an die Macht, ist mittlerweile in Ägypten verboten. Das waren jene, die auch als ersten Gesetzesantrag in Ägypten damals vorgeschlagen haben und wollten, dass das Verbot der weiblichen Genitalverstümmelung, das es in Ägypten gab, dass das aufgehoben wird. Das sind Ihre Freunde, das sind die, die Sie in den Nationalrat einladen. Das sind ganz ärgste Islamisten. Das wundert mich schon sehr und ich frage mich, ob Sie weiterhin mit denen befreundet sind und dass weiterhin die FPÖ, weiterhin die Muslimbruderschaft und diese Terrorgruppen zu Ihren Freunden. Es wird Sie nicht wundern, dass ich von der Muslimbruderschaft nicht viel halte, aber das heißt, das irgendwie wegzuschieben, dass für die Islamisierung in Österreich die offenen Grenzen verantwortlich sind. Wir haben 700.000 Muslime in Österreich. Mhm. Und diese Entwicklung verdanken wir auch und vor allem grüner Politik. Dieses offene Grenzen, alle sind willkommen. Damit ändert sich auch das Bild in Österreich ganz stark. Und weil Sie diese Angriffe jetzt immer fahren. Also darf ich an eines erinnern. Es gab ein Netzwerktreffen am 1. Juli 2017, wo sich Menschen getroffen haben und sich überlegt haben, wie kann man die FPÖ vor der Nationalratswahl wieder schlecht reden? Da wurde ein Buch veröffentlicht von einem Herrn Scharschach, den Sie gut kennen. Da haben sich also linke Gruppen getroffen. Ich kenne ihn persönlich nicht. Aber ja. Und da steht es, der Fokus liegt unter anderem auf Hofer, weil er das freundliche Gesicht der FPÖ ist. Ziel ist es unter anderem, das Ansehen der FPÖ so stark zu beschädigen, dass Parteien sich nicht mehr trauen, mit der FPÖ zu koalieren und überzeugt werden, gegen die FPÖ zu stimmen. Also das ist das, was man jetzt versucht, ist ja diese ganz linken Gruppen, wo Ihre Grünen mit dabei sind. Was haben die Grünen damit zu tun? Und die Nazi-Keule auspacken. Und bei jedem Gespräch, ich habe wirklich versucht heute ich habe mich sehr gefreut auf eine inhaltliche Debatte. Mhm. Aber bei jeder Wortmeldung beginnen Sie einen Angriff. Klären wir vielleicht das noch ganz kurz. Der Vorwurf im Zusammenhang mit dem Buch vom Herrn Scharschach gegen die Grünen liegt worin? Dass diese linken Gruppen, wo auch die Grünen mit dabei sind, nur ein Ziel haben, Sie haben es selbst gesagt. Das Buch lesen. Sie persönlich. Buch lesen. Ihr Ziel ist es, die FPÖ in der Regierung zu verhindern. Und umgekehrt würde ich jetzt noch ganz kurz genau eine Replik zu den Eingeladenen hören, so Sie die abgeben wollen, nur weil das ins Treffen geführt wurde von der Frau Lunacek. Ich kenne jetzt die Damen und Herren nicht, die Sie da eingeladen hatten. Nichts. Und ich weiß jetzt auch nicht, wie die Frau Rosenkranz, müssen Sie die Frau Rosenkranz fragen. Die kandidiert ja auch gar nicht mehr bei Ihnen, auch der Herr Hübner kandidiert ja nicht mehr, wie wir wissen. Ja, wegen seiner antisemitischen Äußerungen, wie wir wissen. Lassen wir das vorerst, zumindest in dieser Runde jetzt einmal so stehen. Wir kommen da, glaube ich, nicht mehr weiter. Kommen wir aber noch zu einem allerletzten Punkt, Umwelt- und Klimapolitik, würde mich schon noch interessieren. Und zwar, Herr Hofer, ob Sie der Meinung sind, dass uns diese gegenwärtigen Entwicklungen, die Hurricanes beispielsweise in den USA, die wir in den Nachrichten täglich sehen, Irma vor kurzem, jetzt Maria, der durch die Karibik zieht, aber auch Felsstürze in der Schweiz, die großen Ausmaßes waren und Wetterextreme in Österreich, führen uns die den Klimawandel vor Augen?
Ich glaube ja. Ich war viele Jahre hinweg Umweltsprecher meiner Partei und Energiesprecher. Ich würde noch gerne ein Buch mitgeben, das ich gestimmt. Ich glaube, dass wir uns da wirklich in vielen Bereichen treffen, so unterschiedlich wie in anderen Bereichen auch auftreten und eine andere Meinung haben. Ich glaube ja, aber ich gebe zu, es gibt nicht nur in meiner Partei, auch in anderen Gruppen in Österreich immer zwei Meinungen. Ja, also jeder sagt, den Klimawandel gibt es. Und einige sagen, aber der Einfluss des Menschen ist nicht so groß, wie wir glauben. Ich glaube, das ist unerheblich. Denn wenn wir wollen, dass wir in Österreich auf erneuerbare Energie setzen, damit wir auch freier und unabhängiger sind, dann erledigen wir doch automatisch auch die Probleme des Klimawandels mit, weil natürlich Erneuerbare immer CO2-neutral sind. Das heißt, diese zwei Meinungen, die es gibt, ja, die gibt es, aber es ist unerheblich, wenn wir das gemeinsame Ziel verfolgen, Erneuerbare zu unterstützen. Das heißt, da treffen Sie sich? Also wenn es so ist, dass die FPÖ hier tatsächlich das Ziel der Erneuerbaren verfolgt, freut mich das zu hören. Ich habe nur in letzter Zeit, danke sehr, gerne. Freut mich, das werde ich gerne mir ansehen, aber der Punkt ist schon, in Oberösterreich, wo über 12 Jahre lang mit Rudi Anschober und den Grünen wirklich die Energiewende eingeleitet wurde, über 40.000 neue Jobs geschaffen wurden, ist jetzt mit Schwarz-Blau, mit ihrem dortigen FPÖ-Chef und Landesrat Herrn Heimbuchner, ist die Förderung der erneuerbaren Energie für Häuselbauer völlig abgeschafft worden. Also da frage ich mich schon, was Ihre Aussagen jetzt, die ich gerne so wahrnehme und zur Kenntnis nehmen würde, wie die damit zusammenpassen. Ich habe damit gerechnet, dass Sie das sagen. Und die FPÖ hat noch dazu, ist die Partei, die im Nationalrat und auch im Europaparlament gegen das Pariser Klimaabkommen gestimmt haben. Sie sind diejenigen, die den Herrn Trump besucht haben, bei seiner, als er gewählt wurde. Auch, also bitte. Naja, weil ja. Er ist jetzt der gewählte Bundespräsident und da muss er wohl auch andere Staatschefs treffen. Aber Sie sind dorthin gefahren zur Wahl und er ist wirklich der schlimmste Klimaabkommen gestimmt, haben Sie der FPÖ, dem Herrn Hofer, vorgeworfen. Und dass in Oberösterreich hier die Energiewende abgeschafft wurde. Genau. Mir wäre jetzt wichtig, das Klimaabkommen nicht über die Besuche beim Herrn Trump zu sprechen. Also die Wohnbauförderung in Oberösterreich, ich habe es mitgenommen, sieht nach wie vor den Einbau einer energieeffizienten, klimarelevanten Heizung vor, ist nach wie vor festgeschrieben. Der zweite Punkt, die Frage der Klimaschutzabkommen. Dort, und wenn man sich damit näher beschäftigt, ist klar, dass jene Staaten einen Vorteil haben, die auf Kernkraft setzen. Weil in diesen Klimaschutzabkommen natürlich die Kernkraft ja als Technik bevorteilt ist, die keinen CO2-Ausstoß hat. Und das heißt, unser Modell wäre ein anderes. Nämlich zu sagen, wir setzen verbindliche Ziele fest für den Anteil der Staaten oder den Anteil erneuerbarer Energie in den Staaten und dann erledigt die CO2-Ziele automatisch mit. Und jetzt ist es aber so, dass Frankreich und andere Staaten, die Kernkraftwerke haben, dann plötzlich keine Strafzahlungen leisten. Und Österreich, wir haben Wasserkraft, wir haben Biomasse, wir haben Photovoltaik, Solarthermie, Geothermie, wir müssen Strafen bezahlen. Und das ist einfach ein falscher Weg. Gibt es konkrete Maßnahmen, die Sie uns sagen können, die sich vielleicht auch unterscheiden, wie Sie diese Klimaziele erreichen wollen? Natürlich. Darf ich kurz ausführen? Wir haben in Österreich, wir müssen derzeit etwa 9 Terawattstunden Strom importieren. Es kommt jetzt jedes Jahr etwa ein Bedarf von 1 Terawattstunde dazu. Das heißt, wir müssen, wenn wir aus dieser Importpolitik rauskommen wollen, massiv neue Anlagen in Österreich bauen. Wirklich investieren, Investitionsförderungen in Erneuerbare. Ich möchte aber wegkommen von diesem Modell der permanenten Subventionen. Also schon am Anfang eine Subvention, aber nicht dauernd und laufend. Das heißt für mich, ich möchte bei der Mehrwertsteuer ansetzen. Ich möchte, dass Energie aus erneuerbaren Primärenergieträgern niedriger besteuert ist als Energie aus anderen Primärenergieträgern. Damit habe ich Investitionssicherheit, Rechtssicherheit und klar ist, dass ich damit der Erneuerbaren einen echten Vorschub gebe. Und ich lebe es auch, ich habe mitgenommen, den Ertrag meiner Photovoltaikanlage, also ich habe heuer verlustig schon 6.000 Kilowattstunden produziert und 1,2 Tonnen CO2 erspart. Das freut mich sehr, aber ich würde mich noch mehr freuen, wenn Sie auch bei Maßnahmen, die sinnvollerweise vorgeschlagen werden, und ich muss sagen, das Klimaabkommen von Paris, das war ein historisches, alle Umweltorganisationen waren dafür, das macht Sinn. Ja, aber man wird doch nicht dem Ziel, bis 2050 aus den fossilen Brennstoffen auszusteigen, aus Öl und Gas, dem Ziel, das ist das große Ziel, das erreicht wurde. Nein, aber Sie sind auch nicht dafür, Ihre Partei ist jetzt dafür, bis 2050 zu garantieren, dass Dieselautos fahren dürfen. Aber sagen Sie uns Maßnahmen, genau. Raus aus den Verbrennungsmotoren. Konkrete Maßnahmen, die Sie fordern. Raus aus den Gas und, also,
Benzin und Diesel, genau, aus den Verbrennungsmotoren betriebenen worden bis 2030. Das ist möglich. Da müssen die Konzerne, nämlich die, die jetzt auch diesen ganzen Dieselskandal verursacht haben. Also keine Neuzulassungen. Keine 2030. Neuzulassungen. Da haben wir noch 13 Jahre dafür. Da ist Innovation drinnen. Da sind auch österreichische Zulieferbetriebe, die sehr innovativ sind. Die können da davon profitieren. Aber Sie fahren doch auch einen Diesel im Balkan. Ja, weil es die Elektroautos leider nicht in der Form gibt. Ja. Vor allem nicht als Leihauto. Und wir verwenden das Auto ja nur im Wahlkampf. Ja, beim nächsten Wahlkampf wird es dann hoffentlich überall so viele Tankstellen geben. Ja, fahre ich sehr gerne und immer, aber das geht sich in Österreich leider. Und die FPÖ da auch nicht immer dafür, ist nicht überall aus. Wo wir regieren, gibt es das Öffi-Ticket für 365 Euro. Aber mit Diesel fahren ist schon recht eigenartig. Na, die Welt ist leider auch nicht perfekt, deswegen müssen wir manchmal auch Dinge nicht sein. Aber das nächste Mal, bei dem nächsten Wahlkampf, fahren wir sicher mit dem E-Auto. Wie wir jetzt von den Grünen gehört haben, wir sind jetzt schon weitgehend am Schluss. Sie sind mit einer Minute Unterschied ähnlich in der Zeit. Diese Zweierkonfrontationen, meine Damen und Herren, die dienen ja dazu, zu sehen, welche Positionen die Vertreter der hier eingeladenen Parteien trennt oder wo es möglicherweise Übereinstimmungen gibt. Eine Zusammenarbeit zwischen Ihnen in einer Regierungskoalition ist so hypothetisch, dass ich nicht danach fragen will und auch nicht, was Sie da verbinden würde. Aber es wird diskutiert oder sogar ventiliert, dass es möglicherweise eine Minderheitsregierung gibt, wo man dann vielleicht doch gemeinsam Projekte machen muss und es ja auf parlamentarischer Ebene die Möglichkeit der Zusammenarbeit gibt. Daher würde mich interessieren, sehen Sie nach dieser Diskussion oder in Beobachtung der Freiheitlichen Partei Themenfelder, wo es wirklich eine Übereinstimmung gibt? In manchen Bereichen gibt es die, also zum Beispiel auch die Zusammenarbeit bei der Einberufung von Untersuchungsausschüssen, da gibt es die, also wo die Opposition das machen kann. Und im parlamentarischen Sinn, ja, hin und wieder gibt es das auch. Ja. Das ist auch also in Ordnung. Der Urschuss Eurofighter, der heute zu Ende gegangen ist, der zum Beispiel war einer. Ja, und da gibt es auch Zusammenarbeit. Aber das ist parlamentarische auf einzelne Inhalte bezogen. Aber das ist was anderes als eine Regierungskoalition. Also die geht nicht. Meine Frage war nach Themenbereichen, wo also die Überschneidung wurde. Die Frage der Untersuchung, die Frage der Kontrolle. Der Kontrolle. Ja. Hier, da gibt es ja wohl Dinge, wo ich denke, da kann man hier wieder zusammenarbeiten. Sehen Sie andere? Also wir haben oft Abstimmungen im Parlament, wo wir bei Anträgen gemeinsam abstimmen. Das ist also bitte nicht so, wenn jetzt die Leute glauben, jetzt im Wahlkampf sitzen Lunacek und Hofer beieinander und kämpfen hier, dass im Parlament bei der täglichen Arbeit auch permanent der Kampf da ist. Nein, da geht es schon darum, gemeinsame Strategien und Ideen für Österreich zu entwickeln. Und da gibt es mit allen Parteien Überschneidungsflächen. Nur bei der Frage der Minderheitsregierung, da sind wir nicht ganz einer Meinung. Sie haben gesagt, Sie würden eine unterstützen. Das hängt von den Inhalten ab. Ja, wir würden es nicht machen, weil ich glaube, dass es nicht stabil ist. Also wenn eine Regierung im Parlament keine beständige Mehrheit hat, dann wählen wir in einem Jahr wieder. Und ich muss Ihnen sagen, ich bin jetzt 2 Jahre im Wahlkampf fast. Ich wäre froh, wenn es dann mal die Arbeit weitergeht. Ganz spezielles Schicksal Ihrer Person. Da geht's vielen Herr Hofer, damit hatten Sie jetzt auch das Schlusswort, nachdem Sie begonnen haben. Ich will es dabei belassen. Vielen Dank für Ihren Besuch bei uns im Studio, meine Damen und Herren. Das war der Auftakt unserer Zweierkonfrontationen in ORF 2. Eine erste Analyse des Gesprächs sehen Sie in der ZIP 2. Da ist der Politikwissenschaftler Peter Filzmeier live zu Gast bei Armin Wolf und Ulla Schmidt mit einem Faktencheck, die so manche Aussage dann auf ihre Stichhaltigkeit hin abklopfen wird. Zuvor, also jetzt gleich im Anschluss, sehen Sie die Universum-Dokumentation Wildes Irland. Übermorgen am Donnerstag begegnen sich an diesem Tisch die Spitzenkandidaten von SPÖ und NEOS. Gastgeberin ist Claudia Reiterer. Ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.